Was geht ab, meine Damen, meine Herren und liebe Bingo-Freunde, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr seid gespannt und gehypt auf die heutige Pack-Bingo-Folge. Wir sind immer noch in der Schwertenschildphase, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir haben noch die ein oder anderen Pre-Release-Kützchen, ne, Leute? Das gute Seishian mit dem Schwert in den Mund. Das holt nicht nur Schwerter, sondern halt auch Packluck. Und ich habe mir einen wunderbaren Gast geholt und das ist heute... Ihr werdet es nicht anders glauben, aber Dennis von den Card Buddies! Ja, Dennis, hallo! Schön, dass du da bist. Wo ist Dennis? Der ist gar nicht da. Schade. Bonko! B47. Bonko! Das heißt Bingo! Bring die Hände von meinen Brüsten weg! Ja, du Leute, das Sascha ist. SpongeBob, oder? Der Sascha ist mal wieder da. Gönnt euch. Danke, ja, dass er darf. Der Boy, sie. Ich freue mich, dass du da bist, ne? Leute, okay, schöne Folge Bingo. Habt ihr letztes Mal ja gut abgefeilt, deswegen heute mal wieder am Start. Ich bin sehr gespannt, freue mich und wir haben geile Bingo-Kategorien. Im Gegensatz zu letztes Mal, Sascha, willst du da die neuen Kategorien, die wir das letzte Mal nicht haben, kurz erzählen? Ja, wir haben eine Abänderung. Und zwar, wir haben nochmal den Promo-Guest natürlich dabei. Wir haben natürlich auch nochmal Blitz-K.O. für die Secret Rares. Holo ist noch dabei, aber diesmal haben wir die Starter dabei. Die sehen wir einmal hier. Die bringen jeweils einen Punkt. Da brauchen wir nur einen davon, nicht alle. Haben wir gedacht, okay, nicht ganz so schwierig. Dann haben wir den Punkt V-Max und V einfach zusammengefasst. Das heißt, das ist ein Punkt. Dann haben wir natürlich noch die Full Art, weil die Full Art muss appreciated werden, wenn wir eine ziehen. Das Guess the Energy Game ist natürlich auch wieder am Start. Yes, dann, yes. Yes, muss natürlich sein. Wie gesagt, Promo Guess haben wir hier. Dann haben wir gedacht so, yo, Leute, wir haben My Little Pony hier am Start. Das muss auch mit dabei sein. Das gibt einen Punkt, also entweder ein Galagalopper oder ein Galaponita. Und der Randomness halber, Urgel. Weil, Urgel, Leute, wenn Urgel zieht, not? Sei es V oder in der normalen Rare-Form, gibt einen Punkt. Yes. Let's go. Finde ich cool. Finde ich cool. Ich würde sagen, das ist doch das beste Setting, Leute, hier für ein gutes Battle in der... In welcher Arena sind wir eigentlich? In der Greenscreen Arena von Hamburg. Wir sind in der Schwert-und-Schild-Arena hier mit der coolen Musik. Okay, hören wir mal auf mit dem Cringe. Aber for real, aber man muss die Schwert-und-Schild-Musik ist geil. Also das muss man sagen. Das muss man sagen. Real Talk an der Stelle. Leute, okay, wir machen das Pre-Release auf, aber bevor wir es öffnen, Sascha, was ist dein Guess? Welches Pokémon hast du? Ich glaube, dass ich nochmal hier den Trommler habe. Weil ich sag Chillabell. So oft den Trommler dabei gehabt, der wird jetzt safe dabei sein. Wie gesagt, da geht es jetzt schon den ersten Punkt. Ich habe den inzwischen auch schon dreimal, glaube ich, hier. Also das ist echt krass. Ich brauche den jetzt nicht ein viertes Mal, sondern ich brauche Chillabell. Und? Nein! Den Trommler. Es ist schon wieder Mauzi bzw. Mauzinger. RIP und, was hab ich? Ah, Chillabell, okay. Ja gut, der Promo ist dann gut. Ja, die ist gut, das ist die beste Pre-Release-Promo-Karte, die man haben kann. Also ich freue mich prinzipiell sehr. Weißt du, ich hab's doch gesagt, man soll immer Mauzinger nehmen, weil du freust dich, wenn du ihn ziehst als Punkt und... Wenn du Chillabell ziehst, freust du dich, weil du Chillabell gezogen hast. Das ist eigentlich so logisch, aber ich lerne nicht daraus, Leute. Ich lerne nicht aus dieser... Nein, ich mach's einfach nicht. Machst du nichts, Dario, machst du nichts. Aber wirklich nichts, ey. Also, ja, Sascha, komm, ich lasse dich anfangen. Viel Spaß. Sehr gerne. Auf ein gutes Bingo-Match. Bonko, ja. Let's go. Auf ein gutes Match. Ich sag, wir haben... Weißt du was? Ich bleib jetzt einfach straight dabei. Ja, ich hab eine Feuerenergie. I don't know. Okay. Guess the Energy Game wird das schon irgendwie appreciaten, I guess. Weil, I guess, guess the Energy. Komm, lass es ja gut sein. Und was haben wir? Na, okay. Eine Pflanze. Ich habe irgendwie das Gefühl, Pflanze und Feuer ist wirklich oft dabei. Beziehungsweise Pflanze habe ich schon super oft gesehen. Pflanze habe ich auch sehr, sehr oft. So, Betsy. Nein, nein, wir hätten die. Nein, wir hätten noch Bettis und Dingens reinnehmen müssen. Da hätte ich jetzt auch noch einen Punkt gehabt. Dammit! Tja, Pech gehabt, Minion. Leider kein Bettis oder Hauptpunkt. So, habe ich noch vielleicht einen Starter? Das wäre noch eine schöne Sache. Nein, Wolli. Snob. Und. Snob. Dreadnought. Ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt. Da gab es super viele Dynamax-Raids von dem Teil. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Dreadnought. Wie ist das? Genau. Wie sieht das aus? Die Schildkröte da. Oder Kammerhabs. Oder Kamalm? Kamalm und Kamehabs war, glaube ich, die Vorentwicklung. Ja, doch, genau. So war das. Genau. Also. Kein Punkt aus diesem. Ja, tatsächlich. Ein bisschen sad. Aber machst du nichts. Ich nehme einfach deinen Nemesis.
Alola, ach Alola sag ich schon, oder Gala, auch nicht Gala, sondern V-Max Relaxo. So. V-Max Relaxo. Gala, Alola, alles das gleiche. Wie bitte? Das ist ein super, also ich weiß nicht, ob du die Karte in echt schon gesehen hast, also die normale V-Max, nicht die legendäre andere Karte aus dem letzten Bingo. Oh, ich hab die Gäste, ich hab das Gäste Energy Game verkackt. Aber ich hätte Unlicht gesagt, ich hätte Unlicht gesagt. Ich bin ehrlich mit euch, Leute, ich hätte Unlicht gesagt. Das hat Unlicht im Kopf. Bekommen, oder wie? Nee, ich hab Elektro hier bekommen, aber ich hätte Unlicht gesagt. Ich muss dran denken, Alter, das geht nicht klar. Unlicht war die erste Karte, die ich im Kopf hatte. Ja, hab ich sogar noch, als du deinen Booster geöffnet hast, habe ich noch drüber nachgedacht. Aber, Leute, ne, da war ich gerade nicht on fire. Also da hätte ich selber Schuld gehabt, wenn er jetzt auch wieder Unlicht gekommen wäre, hätte ich Pech gehabt. So ist das. Muss man machen. Ich habe einen Yamper. Ich habe Ovalpin, Big Charm und ich habe hier wieder diesen Fuchs. Ja, diesen Fuchs. Also nix. Toll. Quasi. Nix. Ja, das war gar okay. Nix, Alter. Nö. Also erstes Pack, Aufwärmpack, damit es jetzt gleich direkt weitergehen kann. Beziehungsweise damit es richtig hier, ne? Losgehen kann. Yes. Haben wir das Chakra wieder gesammelt. Das Chakra, das brauchen wir auch, Minion. Das brauchen ja, wir. Das hat bei mir vorher nicht so gut funktioniert, also lassen wir das lieber. Sad. So. Ah, warte, ja, ich hab schon wieder. Also, ohne Witz, Leonhard ist halt einfach der beste Gash Energy Game. Ah, wir können das nicht, ich hab's vergessen. Du hast auch vergessen. Ja, es ist einfach, ja. Wir sind einfach, ich sehe die Kommentare schon, du hast schon wieder vergessen. Weißt du, ich leg mir jetzt eine Energiekarte drauf, damit ich dran erinnert werde. Ja, genau. Aber ist das auch gut? Du hast vergessen zu gessen. Sorry. Oh Gott, Sascha, hör bitte auf. Mach einfach weiter. Shelder, eine. Verdammt, wie heißt das Ding nochmal? Ein Lucky Egg bringt das Glücksei. Mir einen glücklichen Pull. Ja, ich hab. Yes! Ein Indidi. Was ist das? Wie heißt das Ding nochmal? Wie sieht das aus? I don't know, ich weiß, wie soll ich das beschreiben? Leute, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, dass wir. Hä, was ist das denn für. Ich weiß echt nicht, wie das heißt auf Deutsch. Aber auf jeden Fall. Wie sieht das denn aus? Ja, ich weiß nicht, wie das. Ich schick dir ein Foto, Alter. Ich hab keinen Bock, das jetzt. Hä, nein, sag doch einfach, wie es aussieht. Ich will Charade spielen. Ja, das hat so lila Ohren, die aussehen wie Croissants. Leute, das sieht aus wie. Ah, du meinst Servoil. Ja, wenn das das ist, dann ja. Dieses Schaf, ne? Ja, irgendwie so, es könnte ein Schaf sein. Ja, sehr wohl ist das. Wie gesagt, Leute, ich entschuldige mich hier in aller Förmlichkeit, aber ja. Ich habe selber keine Ahnung, wie die Namen sind. Also die Leute denken sich nur, was für zwei Geeks, die keine Ahnung haben. Ja, was für ein Crap-Content, aber das ist guter Content, denn ich habe einen Punkt geholt. Nice. So. Die V-Karte hast du abgehakt jetzt, ne? Yes. Okay, bin gespannt, ob ich hier was abhaken werde, denn, Leute, wir brauchen die Punkte. Ich hab hier den Zettel. Oh Mann! Ich hab's schon wieder verkackt! Was ist denn hier los? Du hast extra die Energie draufgelegt, Dario. Warum? Ja, ich hab sie extra draufgelegt. Why you do it? Können wir das in Zeitlupe haben, wo ich die Energie weglege? Können wir das bitte in Zeitlupe haben, Paul? Dankeschön. Leute, das sieht aus wie. Ah, du meinst sehr wohl! Also, ich bin. Das sind Dummpunkte, die man weggibt. Die Dummpunkte! Also, jetzt auf for real, Leute. Das ist einfach nur dämlich. Ich hasse mich gerade selbst. Also. Aber, Leute, ihr kennt es nicht anders. Ihr liebt es. Also, von daher, alles gut. Ich habe eine Reverse Rare und ich habe das Pony! Immerhin den Punkt. Ich habe das Galarian Galoppa. Sehr schön aussieht mit dem Reverse-Pattern. Und ich habe einen Raichu. Achso, du hast noch gerade, ich habe gesagt, das ist schon ein Rare. Ne? Nein, dahinter habe ich Raichu, Alter. Let's go. Also, keine Holo, aber ein Pony. Sonst nichts. Cool. Ich sage... Nice. Feuer. So, ich leg noch eine Energie drauf, Alter, ey. Bitte, noch eine Energie. Ich leg zwei Energien drauf. Hast du dein Energy gegessen? Ich habe Feuer. Feu. Irgendwann wird sie nochmal kommen. Gut, so, schauen wir mal. Ja, gerade irgendwie haben wir kaum Punkte geholt, ne? Das ist echt... Ja, wie kommt das nur? Ja. Vielleicht sollten Kampf. Wir die Energy gessen. Weiß nicht. Vielleicht. Ich habe leider eine Kampfenergie gehabt. Nichts. Be the Go King, be the Cash King, Leute. Sehr schön. Könnte ich sogar direkt spielen. Goldini. Roselia. Mein Joltik. Was denn, Dario? Was ist
Wir haben auch noch keinen Starter gezogen, ne? Nee. Ne, noch kein Starter. Rare Candy in Reverse ist eine Cash King würdige Karte, bringt uns hier allerdings leider gar nichts. Nope, und nope. Ein Chinchino, auch nichts. Ich habe das Gefühl, wir hätten mit einigen Kids, wo quasi nicht richtig was Krasses rauskommt, echt gut Cash King spielen können, weil das wäre eine gute Folge gewesen. Aber okay, ich habe ja einen Hit, also. Wobei, Leute, ich Cash King kommt bald, freut euch. Yes. Okay, ich habe jetzt zwei Energien rumliegen, Alter. Ich sag, hier ist eine Blattenergie drin. Du hast noch wie viele Packs? Zwei, okay. Und hier ist jetzt eine Blattenergie drin. Call it. Alter, ich muss jetzt hier... Weißt du, ich leg die Energie dahin, dreh sie um... Ich verkack den Kartentrick, wie es aussieht, immer wieder. Warum? Du musst einfach nur vier Karten zählen. Ich krieg das gerade nicht hin. Ich hab die Rare-Karte aufgedeckt. Oh, das ist ein Holo-Mauzinger. Nein, also den Holopull hast du. Den Holopunkt. Ja, es ist wenigstens gut. Aber es ist eine Kampfenergie. Sad. Citrusbeere. Okay. Baldorfisch. Energy Switch. Dann mit Jimmy Neutron. Rihorn. Dann habe ich Picochilla. Lumpy. Glibunkel. Oh, Reverse Volley. Okay, also nur der Holopunkt. Den gönne ich mir. Den gönne ich mir. Also einen Punkt habe ich und du hast auch einen Punkt, ne? Ne, du hast doch zwei Punkte. Du hast das Pony. Stimmt, ich habe das Pony. Leute, let's go, Alter. Ich gewinne hier eine verdammte V-Karte gleich. Wenn der Sascha nicht ausgleichen sollte. So, ich sage nochmal Feuerenergie. Und ich sag dir eins. Ich mache es jetzt genauso, wie du das vorhin gemacht hast, dass ich dir nicht sage, was ich habe. Okay, okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich sage auch wieder Feuerenergie. Die Energie sage ich dir noch. Yes, ja! Nee, hast du sie gepult? Ja! Yeah. Gleichstand. Okay. Und ich sag's mal so, wie gesagt, ihr seht's jetzt live. No Reaction Pack, für Dario ein bisschen einzuschüchtern, um zu gucken, was jetzt passiert. Aha. Und? Oh ja. Mach mal, Dario. Okay, ich bin gespannt. Ich calle. Ich sage, hier ist eine Blitzenergie drin. War das ein guter Call? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich habe noch kein... Doch, ich habe die Holo gezogen. Nevermind. Ich habe einen Hit schon. Und es ist eine Psycho-Energie. Okay. Also kein Hit, was das angeht. Hast du einen Punkt geholt? Ich weiß es nicht. Mach erstmal dein Pack auf, dann sage ich dir das. Scheiße, ich brauche einen Punkt, Leute. Ich brauche einen Punkt. Ah, ich habe einen Starter, ich habe einen Lumpy. Bitte nicht. Bitte nicht. Was hast du gepult? Was hast du gepult? Ich habe einen Starterpunkt zumindest geholt. Das heißt, du hast 3 Punkte. Ja. Ich habe auch 3 Punkte. Ach, come on. Ich habe noch einen Samazenta V gezogen. Weil das ich habe ja eine... Willst du wissen, was ich gezogen habe? Ich habe eine Mary Full Art gezogen. Was? Als ob! Ja. So, du die auch schon wieder ziehst, Alter. Was geht nach? Alter, richtig gut. Alter, die Mary ist on fire. Was machen wir denn jetzt? Jungs, was machen wir denn jetzt? Das Video ist vorbei! Gehen wir die Verlängerung bei uns auf dem Kanal? Ich würde sagen, können wir ja dann quasi austragen, wer beides gewinnt. Alter, das wäre ganz, ganz kritisch, du Alter. Ey, will ich die Mary wirklich aufs Spiel setzen? Leute, es steht 3-3. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, ich hoffe wirklich nicht, dass wir uns verrechnet haben. Warte, ich guck nochmal. Starter sind halt nur die Starter-Endentwicklung, ne? Die erste Entwicklung haben wir gesagt. Oh, lol, ich hab eins gezogen! Achso, dann hast du gewonnen, oder was? Bist du jetzt ich hab einen Sommel gezogen gerade! Ja, come on, Alter. Genau! Ich war mir nicht sicher, ob es nur die Endentwicklungen sind oder ob es die ersten waren. Ich hab erst wirklich mit den Endentwicklungen gerechnet. Ja, Leute, Sobel, der kleine Junge, habe ich auch gerade Pack gehabt. Der hat mir hier die gute Mary gesichert. Also ich wär drauf eingegangen auf die Verlängerung. Aber, jo, ist auch so. So haben wir einen eindeutigen Sieger auf jeden Fall. Aber das zweite Pack-Battle gibt's trotzdem, ne? Und da lasse ich es nicht. Das zweite Pack-Battle gibt's auf jeden Fall. Und ich muss sagen, Pack-Bingo meinst du? Ja, beides, ja. Sowohl das auch. Beides. Aber die ist echt schön, ey. Holy shit.
Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Mary, Leute, was sagt ihr? Ist das euer Girl? Leute, das war's mit der wunderbaren Folge von Pack Bingo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne beim Sascha vorbei. War ja noch eine knappere Sache. Und ich würde sagen, Format bockt auf jeden Fall mit den Previous Kids. Finde ich immer nice. Gerade das Raten und allem so. Auch wenn wir das Guess the Energy Game ein bisschen verkackt haben. Schauen drüber. At least we try. Schaut beim Sascha vorbei, bei den Card Buddies. Ich bin raus. Die letzten Worte hat der Boy. Ja, wie immer, Dankeschön für das Battle. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei uns zum nächsten Pack Bingo. Genau, Pack Bingo. Und ja, da sollte es ein paar mehr Punkte geben, glaube ich. Ne? Ciao.